Künstler und Musikproduzenten treffen und natürlich viel Live-Musik hören. Das konnte man am Wochenende beim Künstlerstammtisch in der Roderburg Music Lounge. Mit dabei unter anderem Sopranistin Andrea Hörkens und die Sängerin der Band The Color Moon, Patricia Sadowski, die früher bei einer im Privatfernsehen gecasteten Mädchenband den Preluders gesungen hat. Color Moon treten übrigens am Freitag nochmal auf. Ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Meine Kollegin Julia Küppers hat Color Moon und die Sängerin getroffen. Feel a body rise when you kiss us among the fields of gold. Die Roderburg Music Lounge war gerammelt voll beim dritten Soiree des Musikerstammtisches MIG, Musiker in Mönchengladbach. Every move you make. Zuerst begeisterten die Initiatoren selbst am Instrument. Wie viele hervorragende Bassisten, Gitarristen, Schlagzeuger zu Hause im Kämmerlein sitzen oder schau dir jetzt das Tor an. Wir haben ganz klein angefangen, nur Thomas und ich, und wir kannten kaum jemanden, wo man spielen konnte. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir probieren das einfach mal aus. So bilden sich Kontakte und so knüpfen sich Freundschaften musikalischer und auch privater Art. Just like every child. Die Sopranistin Andrea Hörkens und Daniel Schüler sorgten gekonnt für klassische Akzente. Die Gastsängerin ist langjährige Freundin von Das Tor. Das ist eine sehr schöne Abwechslung, natürlich Kontrastprogramm, eine ganz andere Atmosphäre. Ansonsten ist es immer sehr still im Publikum auch und das sind Konzerthäuser oder Opernhäuser, wo ich normalerweise auftrete. Das ist ein ganz lockerer Rahmen, eine schöne Musiklounge und macht einfach nur Freude, dabei zu sein. Singer und Songwriter Thomas Menches und seine Band bestachen mit eigenen Stücken. Und das ganz ohne viel Schnickschnack. Da brauchte es kein Schlagzeug. Der Groove war einfach da. Mönchengladbach hat mir eine Lobby für Covermusik. Und durch den MIG, also den neuen Stammtisch hier, hoffe ich mir doch ein Forum, um halt auch, dass wir unsere musikalische Identität leben können. Highlight des Abends ganz klar die Band The Color Moon mit Ex-Preluder Trish am Mikrofon. Die aus Popstars hervorgegangene Girlgroup Preluders löste sich vor 4 Jahren auf. Die Girlband Preluders, die haben sich irgendwann aufgelöst, waren nur noch zu dritt. Und irgendwann ist die Anne rausgegangen und Miriam und Anteu sind geblieben. Und die haben dann eine dritte, und zwar dann mich zum Glück gesucht. Dann bin ich nach Köln gefahren, zu den Produzenten, haben vorgesungen. Und bei der Stimme hat sie bestimmt eine musikalische Zukunft. Nebenher wird Jura studiert. Ich habe überlegt, mit Jura könnte ich vielleicht irgendwie so Medienkommunikationsrecht einschlagen, damit ich später in einer Plattenfirma arbeiten kann oder irgendwie Künstlermanagement oder sowas betreiben. Ein Ex-Preluder mit Bildung und Stimme also. Was will man mehr als ambitionierte Band? The Color Moon sind endlich reif für große Bühnen. Ja, macht total viel Spaß. Sie ist sehr locker bei den Proben, lässt überhaupt nicht raushängen, dass sie irgendwie mal bekannte Band gespielt hat. Wir wollen einfach mal ein bisschen bekannter werden. Wir haben jetzt 1 Jahr im Proberaum verbracht und wollen einfach live spielen. Infos über den Musikerstammtisch MIG finden Sie auf www.das-tor.de.